Hallo, hier ist Marita und heute kommt das angekündigte zweite Video zum Thema grasen lassen. Zuerst möchte ich noch mal ein paar Regeln sagen, die aus meiner Sicht ziemlich wichtig sind. Und also ich lasse das Pferd nicht grasen, wenn es selber will, sondern ich entscheide, ob jetzt gegrast wird oder nicht. Wenn ich das nicht so mache, dann begebe ich mich in ein laufendes Tauziehen und das finde ich ganz fürchterlich. Also ich treffe die Entscheidung, dass jetzt gegrast wird und ich mache dann so eine Bewegung mit dem Seil, Führseil, als würde ich es auf den Boden werfen, was ich natürlich nicht tue, damit das Pferd einfach erkennt, als Signal erkennt, dass es jetzt grasen kann. Wenn mein Pferd, wenn ich unterwegs führe und ich merke, irgendeine Stelle, da würde es besonders gerne grasen, lasse ich es da nicht grasen, aber ich merke mir die Stelle und vielleicht das nächste Mal gehe ich da vielleicht hin, weil ich selber das Gefühl habe, dass Pferde sehr genau wissen, was sie brauchen und ich das auch immer in die Entscheidung, wo gegrast wird, einbeziehen würde. Wenn mein Pferd jetzt trotzdem probiert, immer wieder, zu ziehen und zu grasen, dann lasse ich das nicht zu. Ich bestrafe aber nicht. Das wollte ich noch mal ganz explizit sagen. Es gibt Pferdebesitzer, die dann das Pferd auf den Kopf schlagen oder so. Also mache ich nie. Ich gehe einfach unbeeindruckt weiter. Wenn man führt, ist es manchmal gar nicht schlecht, um eben auch nicht in dieses Tauziehen zu kommen, dass man mit dem Pferd mitgeht in so einen kleinen Kreis. Also das Pferd zieht nach rechts und ich gehe nach rechts mit, aber gehe direkt weiter und mache dann praktisch eine Volte und gehe weiter in die Richtung, in die ich gehen will. Da auf die Art und Weise muss man nicht ganz so viel Kraft einsetzen und ich werde auch so ein bisschen unfreundlich mit der Stimme. Was ich auch nie machen würde, dass man also grasen lässt, während man oben auf dem Rücken sitzt. Man stimuliert dann natürlich dann, dass das Pferd auch beim Reiten versucht zu grasen. Das ist der eine Grund. Und der andere ist, ich finde es einfach wahnsinnig gefährlich. Wenn man den Zügel locker lässt und man sitzt da oben, dann hat man überhaupt keine Handlungsmöglichkeit mehr. Ja, und jetzt möchte ich noch mal erklären, wie ich das mache, wenn dass wir weitergehen. Also wenn das Pferd jetzt gegrast hat, möchte ich ja irgendwann weitergehen. Auch da möchte ich kein Tau ziehen, sondern ich mache das so. Ich nehme den Führstrick auf, aber nicht unter Zug und ich schaue in die Richtung, die ich gehen möchte. Dann mache ich so ein paar Schritte auf der Stelle und sage dazu Tappe Tapp. Das hat sich bei unseren Kindern irgendwie so eingebürgert. Wenn dir das zu kindisch ist, kannst du natürlich auch andere Silben nehmen. Und dann wechsle ich zum Schnalzen und gehe los in die Richtung, in die ich gehen will. Und irgendwann in dieser Befehlskette sozusagen wird das Pferd sich entscheiden, mitzugehen. Wenn man das hundertprozentig konsequent macht, ist es meistens so, dass das Pferd dann auf Dauer relativ früh entscheidet, mitzugehen. Vor allem, weil es auch weiß, dass ich immer mal wieder grasen lasse. Also ich finde, wenn man Pferde nie grasen lässt, werden die viel penetranter, als wenn sie wissen, dass es dann doch vielleicht später noch mal eine Möglichkeit gibt zum Grasen. Während ich mit dem Pferd spazieren gehe, achte ich auch drauf, wo die Aufmerksamkeit meines Pferdes ist. Und wenn ich sehe, dass so die Augen und die Ohren Richtung Grasrand des Weges zum Beispiel gehen, dann versuche ich die Aufmerksamkeit wieder zu mir zurückzulenken. Das kann man einfach oft machen durch Schnalzen. Und man macht bei Pferden einen ziemlich einen Eindruck, wenn man praktisch immer so ein bisschen ziemlich früh schon merkt, was sie vorhaben. Das beeindruckt Pferde, weil sie daraus natürlich schließen, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit nicht irgendwie beim heutigen Abendessen oder bei meiner heutigen Abendverabredung bin, sondern im Hier und Jetzt. Ja, jetzt zeige ich einen kurzen Film, wie ich das mache. Und den wiederhole ich dann nochmal.
Ja, ich hoffe, das war wieder interessant für dich. Ich freue mich über ein Abonnement, ein Like und einen Kommentar. Und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.